Ich erinnere mich an dich. Ich habe von deinem Tod gehört, doch hier bist du. Was kann dein Plan sein, Uhu? Mein Plan? Ich plane rein gar nichts. Bitte, mein Herr, wenn ihr mir bitte folgen mögt. Der Uhu hat nur ein Verlangen. Den göttlichen Erben vor denen zu schützen, die sein Blut wollen. Also, das Vermächtnis des Drachen hat auch dich verführt. Dann ist das Gespräch beendet. Du darfst gehen. Das würde ich, mein Herr. Aber diese Aussicht fesselt mich. Ich würde sie gerne noch etwas bewundern. Ich werde gehen, wenn ich genug habe. Zu denken, dass ihr noch lebt. Das war meine Absicht. Aber das Gleiche kann auch von dir gesagt werden. Ich war mir sicher, dass du in jener Nacht gestorben bist. Die Macht des göttlichen Erben hat mich zurückgebracht. Das ist es. Was? Die Macht des göttlichen Erben. Ich brauche das Drachenblut. Vater. Jetzt wird es dir klar. Denk an die erste eiserne Regel. Als dein Vater befehle ich dir, deinen Herrn aufzugeben. Ab diesem Augenblick ist er nicht mehr dein Herr. Den göttlichen Erben aufgeben? Hör mir zu, Wolf. Gehorche dem Befehl deines Vaters und diene nicht mehr dem göttlichen Erben. Das kann ich nicht. Du kannst nicht. Seit wann zeigt dein Shinobi Mitgefühl? Undenkbar. Was für ein erbärmliches Verhalten. Warum? Warum verstehst du den Willen deines Vaters nicht? Hast du die eisernen Regeln vergessen? Manchmal muss man seine eigenen Regeln machen. Das habe ich beschlossen. Genau wie mein Meister. Du bist gewachsen, wenn auch nur etwas. Wie du willst. Junger Wolf. Genug geredet. Es ist lange her, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Halte dich nicht zurück! Huh?
Eltern sind absolut. Ihr Wille muss befolgt werden. Doch ich fühle ungehorsam.
mich gut ausgebildet. Gut gemacht.